Herzlich willkommen im Namen des SK Rapid hier nach dem durchaus wichtigen 3:0 gegen einen der nächsten Clubs, der Wolfsberger AC. Die Gratulation. Bitte ein kurzes Resümee für die Kollegen, die auch die Fernsehinterviews noch nicht hören konnten. Ich denke, dass das Spiel heute bis auf die ersten 20 Minuten, wo wir wirklich im Worden in einem Spiel waren, wo WRC das eigentlich ausgenutzt hat, dass wir einfach zu sorglos waren, dass wir da nicht in die Zweikampf gegangen sind, und da haben sie wirklich das Spiel eigentlich in eine Richtung bringen können, aber eigentlich mit dem Tor von uns hat sich das Spiel komplett gewendet, und dann war eigentlich die Sache so, dass wir das wichtige Einsatz geschossen haben, der Taxi dann natürlich einen sehr guten Tag gehabt hat und WRC sehr wohl die eine oder andere Chance noch gehabt hat, aber ich glaube, dass der Sieg absolut verdient war und auch in Anbetracht dessen, dass wir wirklich jetzt sehr viele Spiele schon gehabt haben, muss ich sagen, hat es der Mannschaft sehr gut gemacht. Ja, vielen Dank, und darf um eure Fragen bitten. Kurzes Handzeichen wie gewohnt, und heute beginnt überraschenderweise nicht Herr Hakel, sondern Rainer Bortenschlager. Danke. Ihr habt es gut abgesprochen. Bitte, Rainer. Der einzige vielleicht der Spur von kritischen Nachfrage, hast du an Rapid 2 denken müssen? Du hast überhaupt keinen Offensivspieler mehr auf der Bank gehabt. Hast du von unten nicht mehr? Der Strunz, glaube ich, ist krank, oder war nicht dabei? Was war da Überlegungen, dass man gar keinen Offensiven auf der Bank sitzen mehr hat? Weil man keinen haben. Ja, ich denke, die Amateure haben ihre Spiele, der Zimmermann macht es im Moment sehr gut, aber ich glaube, dass es so ist, dass wir im Moment eben einen Engpass haben. Wir haben keinen Flügel, wir stürmertechnisch auch ein Problem, und deshalb ziehe ich nur mehr den Hut von meiner Mannschaft, weil wir wirklich 16 Spieler am Plakett gehabt haben, und das war's. Und für das muss ich sagen, in Anbetracht dessen, dass wir das 7. Spiel schon gehabt haben in einem Monat, ist das echt eine unglaublich gute Leistung gewesen. Es gab ja dann den emotionalen Torjubel vom Taxi, also emotional, wo er dann den Wiederbeweis gefordert hat, süffisant, und dann hat die komplette Rapid-Bank eine gelbe Karte bekommen, beim zweiten 1:0 das gezählt hat. War der Wiederbeweis und das annullierte Tor dann letztlich auch sowas wie ein Weckruf für euch, dass er dein Spiel kommen setzt? Muss man euch dann nachher fast dankbar sein, dass es nicht gezählt hat? Nein, weil ich glaube, es ist einfach so, das müssen wir immer einspielen, denke ich mal. Also die Schiedsrichter müssen, wie alle anderen, müssen auch an sich arbeiten, und ich glaube, dass wir schon sehr viel Zeit verlieren. Also wenn ich jetzt denke, dass wir vorher über 50 Minuten Netto-Spielzeit gehabt, jetzt ist man da 48 Minuten, weil wir mehr beim War sind wie beim Spiel. Also ich glaube, da müssen wir schon ein bisschen, da müssen wir sich einfinden. Okay, wir werden ja die Zeit geben, aber andererseits bin ich schon der Meinung, wenn man jetzt jedes Tor kontrolliert, wo es groß klar ist, da wird es bald dann in Football-Dimensionen ausarten, und das dauert oftmals 4 Stunden. Und ich glaube, Fußball soll grundsätzlich 90 Minuten sein. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, auch wenn wir heute 3:0 gewonnen haben, ich denke, wenn oft Wahlentscheidungen sind, dann muss man auch die dementsprechende Zeit nachspielen. Ob es dann 7 Minuten sind, mit dem müssen wir dann klarkommen. Aber ich denke, dass wir dann heute, waren es 4 Minuten, was eigentlich in 90 Minuten passiert, glaube ich, ist es dann viel zu wenig. Ich meine, ich kann jetzt leicht reden, aber ich bin der Meinung, dass man dann schon sehr wohl drauf schauen muss, dass man dann auch diese Zeit, die was man verliert, dass die nachgespielt wird. Danke. Jetzt bitte Christian Hagel. Bleiben wir gleich bei der Kadersituation. Glaubst du, kann man jetzt sagen, ist irgendwas noch möglich? Ja, man muss ja immer noch befürchten, Abgänge, jetzt kann man sagen, Funters 3 Tore waren super, aber natürlich wird er vielleicht wieder interessant, man weiß ja nicht, was bis Ende August passiert. Gibt es irgendwelche Gespräche, kann man da irgendwas, weil es wird wirklich eng. Ich darf es nicht sagen, aber der Beste ist im Moment frei, und wir sind trauern ihm. Ja, aber ich denke, dass er im Wort Wien ist, er hat da gestanden, muss ich sagen, und ich weiß nicht, ob er spielen will bei mir, das ist was anderes. Nein, es ist so einfach, dass wir in Wahrheit im Moment natürlich eine angespannte Situation haben, aber ich denke doch, dass wir, und das da der Meinung bin ich, heute, vor 2 Wochen und in 4 Monaten, wenn ich noch da bin, bin ich, dass uns definitiv ein Flügel fehlt und der eine oder andere Sprach. Und für das machen es aber die Jungs gut, und ich will jetzt nicht meine Mannschaft in dieser Situation will ich nicht schlecht reden, sondern die machen es wirklich gut seit 2 Jahren und haben es heute gut gemacht, weil es ist schon eine riesige
Leistung und Anspannung und Arbeit vor der Mannschaft, wenn wir heute wiederum noch ein Donnerstagsspiel, wo es am viel gegangen ist, heute am WRC, die was für mich eine gute Mannschaft ist und die jetzt im Moment zwar letzter sind, aber für mich eine gute Mannschaft ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich denke, dass die da unten nichts verloren haben und ich bin wirklich heilfroh, dass wir da heute den 13-Sieg eingefahren sind. Dieser schwache Start, natürlich der WRC hätte sich keine beschweren können, wenn er 1-0 in Führung geht. Ist es wirklich so, dass man nach einem Spiel ganz einfach eine Zeit braucht, wenn man unter Wochen schon wieder in den Tritt zu kommen? Na, heute hat es den Anschein gemacht, aber grundsätzlich ist es so, ich hab die Spieler vor dem Spiel gewarnt, dass ich sage, das ist nicht dasselbe Spiel wie gegen Famagusta. Ich denke, dass die sicher aktiver sind und so war es auch. Also ich glaube, wir haben dann wirklich ein bisschen mit Feier gespielt, aber andererseits will ich die Leistung meiner Mannschaft nicht spielen. Ich denke, diese Belastung, was wir in den letzten Wochen gehabt haben und dann eigentlich ein 3-0-Sieg gegen WC ist schon eine sehr gute Leistung und gefällt mir auch von der Mannschaft ungemein. Danke sehr. Bitte, Alex Huber-Kurier. Eine Nachfrage wegen Oliver Strunz. Es klingt jetzt komisch, vielleicht vor ein paar Wochen hätten wir uns das nicht vorstellen können, dass es ein Thema ist vor einer Europacup-Reise, aber hoffst du, dass er dabei sein kann, weil es ja wirklich sonst auch beim Auswärtsspiel offensiv nichts zum Nachlegen geben wird? Es ist so, natürlich hoffe ich, dass der Strunz dabei sein kann im Spiel gegen Famagusta. Aber ob es dann so ist, wird sich zeigen. In der Innenverteidigung, jetzt hat angefangen in der Meisterschaft der Wilmer, jetzt haben wir zwei noch gesagt, Greimel, Hoffmann, der Dibon ist glaube ich auch sehr bald fit. Du hast jetzt vier sehr gute Innenverteidiger. Nach welchen Konstellationen, was sind immer die Überlegungen, wer mit wem spielt, wer welches Duo, oder machst du zwei Duos ganz einfach? Ich mache ein Trio und ein Quartett, also was du immer willst. Nein, ich denke, ich habe jetzt vier Verteidiger, wo ich sage, aber der Tibi selbst gesagt hat, dass er Spiele braucht. Also ich denke, der Tibi wird jetzt zu den Amateuren runtergehen, damit er mal einen Trainingsrhythmus hat. Der Tibi ist jetzt eigentlich bei uns dabei und braucht Spiele. Wie jeder, ganz gleich, ob er ein Routinier ist, aber es ist ja für ihn schon so, dass wir eigentlich nur mehr regenerieren. Und der Tibi braucht Training. Ein Training, was andere Mannschaften jetzt jede Woche haben, von Samstag zu Samstag. Und deshalb ist der Tibi an mir angetreten und hat gesagt, dass er jetzt eigentlich eher bei den Amateuren trainieren will, damit er mal diesen Rhythmus kriegt, was ich verstehe. Und das zeigt auch seine Größe als Mensch, dass er nicht sagt, er wäre natürlich gut vieles geleistet für Rapid, aber trotzdem er weiß, dass ihm was fehlt. Also er war auf der Bank, aber andererseits hätte er bei den Amateuren, wäre es für ihn besser gewesen. Und er wird jetzt in den nächsten Wochen wieder eher bei den Amateuren arbeiten, weil er da den Rhythmus bekommt, was für ihn wichtig ist. Ja. Und die anderen Verteidiger machen es gut. Leo, für mich überragend, muss ich sagen. Also das ist ein Zweikampfmonster, muss ich sagen. Also der jetzt wieder auf einem Level ist, wo ich sage, mit 20 Jahren bei Rapid Wien, wo der Stress riesig groß ist, unglaublich gut. Ich meine, ich will Maxi jetzt nicht schmälern. Dankeschön. Alle Fragen beantwortet. Also, schaut so aus. Und dann noch ein schönes Restwochenende und Gratulation zu 2-3-0 Heimsiegen.